Und hier rüber. Hallo? Blueberry Cinderous Teak. Nein, Plants. Whiteberry Bush. Das ist aber jetzt Rustik. Ink Veil. Ink Veil. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Lava Bucket. Da sind wieder ein paar Seiten. Da ist wieder Blumen. Da sind leere Glasbottle-Dinger. Ich pack die Dinge, glaube ich, auch lieber zu Ender.io. Warte, gehört der nicht hier dazu? Nee. Okay, gehört nicht hier dazu. Da haben wir wieder ein... Das ist Moosecraft. Okay, Moosecraft kommt hier hin. Wieder Architecture Craft. Broken Spawner ist auch Technik. Und hier. Dann bleiben nur noch die Quartiz. Bricks. Stairs. Ich pack die mal auch da dazu. Dann müssten wir jetzt eigentlich unsere die Kiste fertig kriegen. Die Kiste. Da müssen wir noch einmal. Strange Dreams ist Moosecraft, Enchanted Book ist Buch. Dann haben wir wieder Bienen. Eine Biene. Ne, zweite Biene. Da wieder was zu essen. Pumpkin Seeds. Die können auch nicht hierher. Cocoa Beans können auch nicht hierher. Wildberries, das ist Rustique. Das kommt wieder hier hin. Beehouse ist Forestry. Und auch hier hin. Okay, sonst haben wir nur noch sowas hier. Weiß, sollte ich Sugarcane nicht auch rüberbringen? Ich lasse es mal hier. Verdammt. Zack, zack. Geht nichts weg. Was bist du? Murray Pine. Habe ich hier irgendwo einen... Ich habe hier kein Murray Pine Sample, ich habe nur das Holz davon. Das ist auch schön. Echt, da kommt nichts weg, doch. Das sind Quartiz Slabs. Ich nehme die Bricks mal raus. Und pack die Bricks hier hin. Ne, ich pack die drunter. Was mache ich denn für einen Quatsch? Pack die hier drunter. So sieht es nämlich aus. Jetzt bist du Komatit Cobblestone. Zack, rein mit dir. Damit. Die ist ja leer. Die auch. Wir gehen jetzt noch einmal schlafen. Und dann hätten wir fertig eingeräumt.
krass, ne? Dass ich das auch erleben darf. Da geht's runter. Ich habe mich kurz in meinem eigenen Haus verlaufen. So, alles weg, was hier nicht hingehört. Alles weg, was hier nicht hingehört. Das ist Junglewood, ne? Du bist auch Junglewood. Bist du? Junglewood Planks. Sehr gut. Dann noch hier hin. Okay, da haben wir noch Holz. Das ist Minecraft. Das sind Rails. Das ist was zu essen. Yo. Dirt. Du bist einfach nur wieder schon wieder voll. Du bist Palmwood. Ich habe aber kleine Palmwood Saplings. Die Powered Rail. Kommt hier hin. Nochmal eine Biene. Okay. Das heißt, es kommt jetzt auch ein bisschen was Essen hoch. Okay. Das muss noch weg. Da ist Brot. Alles auch nicht, okay. Cocoa Beans. Ah, das gehört eigentlich zu den Bäumen rüber. Pumpkin Seeds. Wir haben echt noch keine Pumpkin Seeds. Krass, okay. Pumpkin Seeds. Da. Noch einmal hier rüber, dann müssen wir den Wald wieder wegmachen. Ja, da könnten wir uns dann, glaube ich, langsam unserem Marktplatz widmen. Vibrant Alley. Geh mal hier hin, du bist Redstone Alloy. So. Dann hacken wir jetzt noch mal ein bisschen Wald ab. Weil wir müssen auch innen drin noch einrichten, ne? Damit das eine Haus mal einigermaßen fertig wird. Aber dafür bräuchten wir, glaube ich, noch mehr Blümchen und so Quatsch. Damit wir auch schöne Sachen von DecoCraft machen können. Dafür bräuchte ich einen Rosenbusch. Sag mal, jetzt. Ich muss gerade sagen, warum ist das hier jetzt? Warum lassen sie mich nicht raus? So. Jetzt haben wir natürlich wieder viel zu viel angepflanzt. So viel brauchen wir gar nicht. Ah, wobei, doch, ich muss ja noch Häuser bauen und so ein Quatsch. Also wir werden uns dann, glaube ich, tatsächlich dem Marktplatz widmen. Oder machen wir erst das Haus. Fertig. I don't know. Das ist immer das Problem, wenn man so viele Baustellen hat. Man kann sich nicht entscheiden, wo man weitermacht. Hier fehlen doch da jetzt keine Blätter, die spawnen, wo ich gerade durch bin, oder? Da haben wir gar keine Gerechtfertigung mehr, hier zu sein. Und sie sind trotzdem noch hier.
Uff. Jetzt ist meine Ding kaputt, meine Axt. Aber kein Problem. Sie ist repariert. Dass ich immer noch clumsy bin mit der. Die Junge schon von 30 Mal die Wälder abgeholzt habe. Die ich selber immer wieder gepflanzt habe. Na gut, wenn jeder Baumstamm immer nur als 1 zählt und nicht einen einzelnen Baumstamm, dann müsste ich 4500 Bäume abholzen. Das wäre schon viel. So. Kann er nicht weg. Ich hoffe, wir brauchen jetzt erstmal kein Holz mehr anbauen. Das wäre schön. Es ruckelt ein wenig. Das müsstet ihr ja mittlerweile gewohnt sein. Freut es euch nicht auch, dass wir endlich dieses Wald aufforsten und abholzen los sind? Weil wir hoffentlich jetzt genug haben. Hoffentlich für den Rest des Dorfes. Schau mal an, wie viele 64er Stacks Holz wir jetzt haben. Das hier. Das kommt auch weg. Hier auch. Die kommen auch weg. Weil die verbreiten sich immer so krass schnell. Alter, meine Stimme ist echt schon wieder. Schau das mal an, das ist voll die Pest hier. Da ist noch eins. Das war's aber jetzt, oder? Hier haben wir sonst noch irgendwo irgendwelche von diesen Dingbüschen. Drüben bei meinem Schuppen, glaube ich, waren noch welche. Weil ehe du dich versiehst, also den ganzen Vorgarten voll mit diesen Teilen. Gerade gewachsen. Waren hier keine davon mehr? Hatte ich die denn vorhin weg? Huch! Guten Tag! Da! Die hier! Ah, meine Tasche ist schon voll voll. Alles weg. Bis auf die Blume. So. Die Teile da drüben haben wir jetzt auch noch weg. Bevor sie sich unendlich vermehren.
So, da ist was reingefallen. Hops, hops. Die könnten wir eigentlich auch mal abernten. Wenn wir schon gerade dabei sind, ne? Da habe ich nur Äpfel. Da hinten ist noch die Teile hier. Nein, meine Tasche ist voll. Oh Gott, das heißt, ich gerade, ich wäre runtergefallen. Mega weit. Wir gehen aber erst pennen. Ach, wie schön leer das hier ist. Das da kommt eigentlich auch noch weg. Achso, meine Tasche ist ja voll. Schlafen. Und guten Morgen. Da draußen gehört auch wieder weg. Ist alles weg? Jo, ist alles weg. Wollen wir die normale Axt? Ich könnte hier eigentlich einen hinmachen. Die Architecture Crafting brauche ich Safe Call da unten. Das nächste Mal. Okay, dann kommt das hier weg. Genauso wie der Ofen. Sehr schön. Ich pack den mal hier hin. Den Furnace direkt runter. Dann schauen wir mal, wie viel Holz wir da reinkriegen. Gar kein Output rein, weil wir gar keins drin haben. Lol. Ich pack den Fenster raus. Ich pack den Fenster oben hin. Ja, komm. Scheiß drauf. So, der Stone muss noch weg. Habe ich hier normalen Cobblestone? Ja, du bist normaler Cobblestone. Die Tasche müsste ich ja nicht auch ausleeren. So, Salpeter. Emerald. So, und die ganzen Sachen können rüber. Dann ist die Tasche nämlich auch mal leer. Mir gefällt immer noch nicht das Dach von dem Barn. Gold. Gold. Kupfer. Du bist Kupfer, ne? Du bist Iron. Sehr schön. Ich habe hier noch einen Haufen Iron drin, ne? Naja, geht. Wie viel habe ich denn? 39. Dann packen wir doch hier mal 38 raus. Packen die 38 da rein. Damit es mal schmilzt hier. Dann muss ich den hier noch einpassen. Das machen wir aber alles beim nächsten Mal, weil wir haben hier jetzt alles leer. Wir haben da drin jetzt alles leer. Nicht, dass ich jetzt irgendwas übersehen habe. Nee. Das heißt, wir können das nächste Mal mit dem Einrichten hier anfangen. Und mit dem Einpassen des Barns an die Umgebung samt Marktplatz. Wo ich mich schon sehr drauf freue. Auch hier brauchen wir noch Glas. Und stelle mich wie immer hier hin.
und sage vielen, vielen Dank fürs Zugucken und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, auf Wiedersehen.